Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ich hatte heute eigentlich nicht geplant aufzunehmen, aber habe ich mir gedacht, doch, mach's mal. Ich wollte weiter im Abenteuermodus spielen und bevor wir das allerdings machen, möchte ich mal kurz zeigen, was ich hier Schönes gefunden habe. Und zwar, ich habe mal einige Sachen hier ausprobiert und zwar Amiibo. Wie wir alle wissen, gibt es Super Smash Bros. Amiibos, also die ganzen Charaktere, die man hier einscannen kann bei der Switch, und ja, dann kann man sich seinen eigenen Kämpfer und so hoch trainieren und all das. Aber ja, darauf will ich jetzt nicht hinaus, sondern ich habe mal einige andere Amiibos ausprobiert. Und zwar, ich habe mir vor kurzem, ich weiß jetzt nicht, zu was für eine Spielreihe das gehört, aber das war einfach nur ein Koopa, also Super Mario ist klar, aber der jetzt irgendwie von Mario Party oder irgendein speziellen Spiel kommt, da weiß ich nicht. Jedenfalls, ich habe dir mal eins gescannt und als Belohnung habe ich einen Geist bekommen, also hier zum Benutzen im Spiel. Und ich will mal probieren, ob das mit drei weiteren Amiibos klappt. Und zwar habe ich hier zwei Amiibos von Splatoon 2. Und zwar die beiden neuen Switch-Schwestern, nehme ich mal an, heißen die. Die beiden Moderatoren. Hier einmal die kleine und die große halt, ne? Und ja. Ich will mal probieren, ob ich irgendwas bekomme, wenn ich die beiden einscanne. Also ja, machen wir mal. Und ja, Tentacool. Okay, so heißen die. Ja, das gleiche habe ich übrigens auch mit den Moderatoren aus Splatoon 1 gemacht. Davon habe ich ja Audi Amiibos und ich habe sozusagen genau die gleichen Geister bekommen. Zweimal, weil das sind halt zweimal die gleichen Charaktere. Ja. Ich habe jetzt beide verschiedenen ja eingescannt und habe zweimal sozusagen den Geist jetzt bekommen. So, dann habe ich hier noch den Inkling, und zwar nicht von Super Smash Bros., aber Splatoon, sondern Splatoon, mein Gott. Und ja, ich habe die Splatoon-Version vom Inkling-Mädchen und die Super Smash Bros.-Version. Und die Super Smash Bros.-Version, nehme ich mal an, ist jetzt, um den Kämpfer hier freizuschalten. Aber ich versuche mal, ob was passiert, wenn ich den jetzt hier einscanne. Und genau das gleiche passiert eigentlich auch. Also der Kämpfer von die Amiibo-Figur vom Super Smash Bros. Und Splatoon vom Inkling-Mädchen tun eigentlich genau das gleiche machen. Das wollte ich nur herausfinden. Okay, wir gehen mal hier. Da kann ich mal ganz kurz zeigen. Die beiden Geister, die ich noch bekommen habe. Boom. Und zwar hier einmal Cooper, ein Stern, und die Sea Sirens, genau so heißen die beiden. Und ja, habe ich jeweils zweimal bekommen. Also ja. Und ja, die Sachen habe ich hier alle bekommen, indem ich, weiß nicht, offscreen im Shop was gekauft habe oder nämlich klassisch Modus nochmal gespielt habe. Ja, da fand ich interessant und das wollte ich mal kurz zeigen. Vielleicht weiß halt nicht jeder, dass man jeden Amiibo anscheinend hier irgendwie reinscannen kann. Und ja, gut, haben wir das aus dem Weg geräumt. Wir haben ein paar GP bekommen. Jetzt machen wir weiter im Abenteuermodus. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal Dings gemacht haben, klassisch oder Abenteuer, aber ich wollte Abenteuer heute weitermachen. Ich meine, letzte waren sogar noch klassisch. Also die letzten 4-5 Parts waren sowieso mit dem Master, aber weil ich gemacht habe alleine letztens, da weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, war klassisch. So, wir waren hier stehen geblieben bei Dr. Wilys Festung, Dr. Willy. Und ja, gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Ness, sollen wir Ness weiter spielen? Ich würde eigentlich Mega Man hier spielen. Als ich schon dann erstmal hier reingegangen bin, also machen wir das mal. Und ich wechsle mal den Controller, weil ich musste die Amiibos auf hier diese offiziellen Dinger hier. Ach, jetzt ist er nicht eingeschaltet. Vorhin ging das noch. Okay, muss ich diesen Part mit diesen Pseudo-Controller halt spielen, wo man diese beiden Dinger hier so einhalten kann. Und ich sollte vielleicht mal den Ton ein bisschen lauter machen, weil ich höre überhaupt nichts im Fernsehen gerade. Gut, die beiden Squid-Schwestern, die ich per Amiibo freigeschaltet habe, die waren zwar Level 4 Geister, aber ich glaube, die hat nicht so einen guten Effekt, den ich gerade gebrauchen könnte.
Also durch die man nicht ausrüsten. So, wo waren wir denn jetzt noch? Die Stufe 4 Dinger hier sind noch alle geschlossen. Und Stufe 5 auch. Sag ich, dass Stufe 5 überhaupt hier ist. Naja, da ist was. Revolver Slot. Stark schon Gefahr. Der Boden lebt Kämpfer. Gott. Aber bitte nicht der ganze Boden, oder? Weil sonst kommen wir wieder nicht weiter. Ich habe nichts gegen Elektroböden. Ja, Gott sei Dank. Hi. Boom. Ja, weg. Ja, ich heile mich ja die ganze Zeit, genau. Das hat einen aber so lange. So lange betäubt, das finde ich jetzt nicht gut. Ich würde sagen, gegen Fox zu kämpfen mit Mega Man ist vielleicht nicht das Allerbeste. Weil er halt Sachen reflektieren kann. Sein Schild. Er springt die ganze Zeit nur rum. Gib den doch einfach einen in die Fresse. Den Geist haben wir schon. Ich glaube, den haben wir sogar schon auf Level 99 gebracht und weiterentwickelt. So, hier ist Stufe 4. Da können wir Stufe 5 aktivieren. Gehen wir erstmal nach rechts. Oh nee, tun wir erstmal. Stufe 5 wir aktivieren. Haben wir eigentlich hier alles erledigt? Ich glaube, wir haben sogar hier alles erledigt, ne? Bisher. Und haben wir noch einen Geist ausgelassen. Lass mich mal gucken. Ich glaube, wir haben hier aber alles. Ich kann auch den hier machen. Elfertrophäen machen ja das Leben schwer. Welche Elfertrophäen? Kommt Fuego. Versuchen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich das schon versucht habe, aber gucken wir mal. Elfertrophäen. Welche Elfertrophäe ist hier? Ach ja, der. Kann man den erledigen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den nicht getroffen, ne? Ja, das ist so brutal. Der blöde Sheriff, der trifft uns die ganze Zeit und weil nicht, wir können da nicht ausweichen. Ich glaube, man kann irgendwie sich Geister-Teams machen, wo Elfer-Trophäen ausgeschaltet werden. Aber darauf habe ich jetzt keine Lust natürlich, weil ich will Sachen erreichen. Mit schon, oh, das sieht nach Bosskampf aus. Lassen wir das erstmal und gehen wir an diesen einen Raum. Stufe 5 Raum, das ist wahrscheinlich was noch schwierigeres. Ups, falsch abgewogen. Ah, Truhe. Cool. Und das ist ein Kämpfer. Karton. So, bitte nicht sich. Außer Smash. Metallverwandlung für Gegner. Der Gegner bleibt mit Steel da. Versuchen wir mal. Guter mit Mega Man ist, der kann deutlich viel Schaden machen. Insofern, und Metallgegner sind nicht so schnell. Also, oh Gott. Ja, geil. Gott. Den machen aber nicht so viel Schaden. Wir müssen so viel Zeugs hier gerade rumfliegen. Was ist das? Wow, ich treffe die nie damit. Warte mal, ich kann nur den hier einfach machen. Ja gut, er sich heimlich immer wieder hoch, also. Ja, wir machen einfach den hier. Ich habe mich ja immer wieder hoch, das ist halt geil. Aber ist ausgerutscht. Man aber auch wirklich nicht viel Schaden. Das ist nur wieder so ein sehr nerviges Setup hier. Und einer ist leicht tot, komm.
Ja, sehr gut. Ich wirklich so defensiv ausgebaut. Oh, komm her. Hier frisst hat. Oh, natürlich. Oh nein, es ist ein Tyrannosaurus Rex. Das geht mir ja nicht auf den Nerven. So. Was ich doch nicht von so einer billigen Kombi erledigen. Hallo, ich habe ein Schlimmeres hier durchgemacht. Gut. Weiß gar nicht, wie viele Punkte wir noch brauchen hier, um irgendwas freizuschalten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hinausgebaut habe. Ich habe irgendwann mal Snake. Ich habe einfach mal, weiß ich nicht, so einen ganzen Haufen von Parts aufgenommen. Und ja, deswegen ist es ein bisschen her, seit ich gespielt habe. Ah, das ist eine Mine, sich gerade. Weil wäre jetzt geil gewesen, wenn er direkt runtergefallen wäre. Jetzt hat. Hey. Auf mit der Banane auf mich zu schießen. Was ist das? Mein Gott, der Brunnen war echt gar keinen Schaden, ne? Boah. Hallo, Bissau, was wolltest du da schon wieder machen, ne? Was ist das? Was ist das? Machst du da? Ey, er macht es mir so schwer, ihn zu treffen, ne? Da macht er so einen Kack und fliegt raus. Aha, ich bin voll gut in diesem Spiel. Oh, warte. Ah, na gut. 48, was wollte ich noch mal hier? Das hier, ne? Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Endlos Ausweicher, Würfe. Manch irgendwann war hier ja mehr Angriffskraft noch gibt. Ich wollte aber auch Verteidigung gehen. Ne? Keine Ahnung. Gut, dann machen wir diesen einen Boss mal fertig, der da ist. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß, wer das ist. So von dem, von der Gegend, wo wir hier gerade sind und so nach zu urteilen, will ich jetzt mal sagen, weil er hat voll den Naruto Run. We are fighting dreamers. Okay, im Gegensatz zum Kampf gegen den Rattalos habe ich ein Heil-Dingen. Also, ja, so schnell werde ich hier nicht verlieren. Ja, du bist das. Der ist zum Glück nicht so stark. Also jedenfalls nicht im Dings, im Abenteuermodus. Klassisch Modus meine ich. Und wie gesagt, ich heile mich ja immer wieder. Ich habe jetzt genug, weiß ich nicht. Klassisch Modus gespielt, dass ich hier einige Charaktere langsam, einige Bosse hier und auswendig kenne. Ey. Zum Beispiel hier mit Link und Toon Link hier. Einige Male wieder klassisch Modus gespielt. Und ja. Mit Gen habe ich irgendwie den Boden aufgewischt. Als ich dann gegen ihn gekämpft habe. Okay. Wir haben ja sehr oft getroffen, was ein bisschen doof ist, aber. Weil ich glaube, ich habe hier so lange Baum, den zu erledigen. Hey. Ja, ich glaube, den Kampf werden wir, glaube ich, nicht schaffen, aber beim nächsten Mal oder so. Ah, jetzt habe ich schon wieder.
Also da kriegen wir schon hin. Bleib mich schon wieder. Ja, da war's. Okay. So, aber jetzt, pass auf. Wurde ein paar Mal aufgetroffen, ja, aber und sehr hart, aber dürfte eigentlich zu schaffen sein. Ah, hier werde ich schon ja gut getroffen. Ich habe mich einfach von ihm fern. Er ist ja guter an Mega Man. Er hat Dutzende Angriffe aus der Ferne. Also ich spam ihn einfach voll mit einigen Angriffen. Gehen und wieder so auf ihn los. Wird dann so getroffen, genau. So. Und der Angriff ist gut. Wir sehen, ob ich den damit getroffen habe. Was ist das? Hey, wann kommt da so eine Welle? Na komm. Na, jetzt kommen wir angerannt. Oh, jetzt kommt er von oben. Willst du mich verarschen? Boah, komm schon, immer wenn ich gerade einen Smash-Angriff mache. Ich werde auf jeden Fall nicht so lange brauchen gegen Rattalos, da kannst du vergessen. Na komm. Na, jetzt werde ich noch mal getroffen. Boom, tschüss. Wenn eigentlich mit Shoryuken erledigen, aber klappte nicht. So, es hat deutlich kürzer gedauert als gegen Rattalos. Finde ich sehr gut. Und wir kriegen 2 Sterne, Geist. Und ich nehme an, das sind 15 oder 20 Dinger gewesen jetzt. Cool. So, aber ich muss mir merken, hier ist noch ein einziger Gegner, den ich erledigen muss. Also ich muss mir diesen Ort hier notieren oder so. Wenn ich auch weiß, ja, da muss ich hin. Was haben wir gemacht? Haben wir das Ding schwächer gemacht? Kairas schützender Schild wurde weiter geschwächt. Das ist gut für ihn. Oder sie. Keine Ahnung. Bin ich sicher. So, jetzt muss ich mir merken, hier drin fehlt noch ein Gegner. Da muss ich mir extra irgendwie so ein Ding in ihr mal machen. Müsste mir irgendwie, warte mal, gibt es nicht auch irgendeinen Geist, der mir am Anfang diesen Reflektor-Gegenstand gibt, damit ich halt diese blöden Schüsse von den blöden Sheriff hier hin und her schießen kann? So, meine Frage ist jetzt, wo ist diese eine Stadt? Hier sind Dutzende Level 3 Gegner. Mittlerweile kommen wir ja gut gegen die klar. Also, jetzt wenn wir hier machen, Korknamen, Spezial oben, Riesenverwandlung wegen erhöht Besitz. Hohe Angriffskraft. Das sind 3 Stück Dreck. Setzt auf sein Spezial oben. Ach, da ist doch Erholung, ne? Willst du mich verarschen? Das hat einfach ein Scheiß. Nee, ich hatte noch 50% oder so, ey. Direkt rausgeflogen. Jeff. Da ist eine Truhe, lass mal da hingehen. What? Achso, ein Dojo, ich wollte schon sagen. Da war doch kein Gegner. Springman, stärker Angriff für Gegner, erhöht Sprungkraft für Gegner. Und da ist noch ein Gegner, den schaffen wir doch. Da hatten wir sogar, da waren wir kurz davor, irgendwie sogar zu gewinnen. Oh, Angriffe. Fast.
Okay, sehr. Er springt natürlich wie ein. Der hört einfach nicht auf. Was das? Nein. Ah, ausschlagen, ne? Ich hasse solche Gegner, die nicht stillhalten können, ey. So, komm her. Nur richtig abtime. Na, komm mal her. Du springst ja die ganze Zeit über mir, also muss ich nur einmal darauf warten, bis du auf mich springst. Boah. Was ist das? Oh mein Gott. So, flieg raus. Gut. Springman von Arms. Ja, auch. Keine Ahnung, das soll irgendwie ein modernes Punch-Out sein. So wie ich das gesehen habe. Oder meine, ja. Oh, 500. So, du, Hall Emmerich. Deine Verwandlung für Gegner, okay. So, zwei Sterne, hallo, dann werde ich aber schaffen irgendwie. Das ist ein Doktor, ich bin Mega Man. Ah, Dr. Wily. Also ich muss dich erledigen, ne? Ja, und natürlich die ganze Zeit ab. Er hat natürlich direkt eingesteckt. Er ist so was von unfair, ne? Der eine macht überhaupt nichts, den anderen kann ich mich rumschlagen. Was ist das? Bin raus. Oh, gut. Schön. Da habe ich mir gerade so in den Kopf gedacht, mit diesen Angriff kriege ich doch nie jemanden raus. Genau dann fliegt er natürlich raus. Sehr gut. Oh, hier ist leider nichts. Latias und Latias. Extremes Tempo Gegner. Da scheinen nur bestimmte Pokémon aus Pokéball. Das bedeutet, ich kann Latias und Latias auch rufen, ne? Man, die beiden erscheinen aus Pokéball. Dann sollte ich meine Hand in einen, soll ich eine Hand, ein Pokéball halten, dann habe ich eigentlich gute Chancen. Was? So, die sind Feuer-Pokémon, ne? Die ist effektiv. Oh, lass mich doch mal. Feu Junge! So, Feuer. Natürlich. Das macht genau Sinn. Boah. Kann ich mal etwas Privatsphäre haben, hallo? Ey. Wie die einen so auf die Pelle rücken, ja? Ich habe eine Idee. So, wir hatten ja jetzt gerade einen Pokéball geworfen. Da stand irgendwie nichts von ja, Dings machen dir zu schaffen. Pokémon. Ja, jetzt kommen die wieder natürlich. Ja. Ich muss nur den Angriff machen, habe ich das Gefühl. Aber die kommen ja immer so nah an mich heran, also. Was ist das?
Oh, Junge, ich flieg da am Boden. Also bevor ich dann noch auf dem Boden lande, ne? Haben die schon angerannt. Was ist das? Der hat sich selber rausgehauen, der Idiot. Was ist das? Boah. So nervig, ey. Gut. Macht immun gegen Stürme. Ich hätte was immun gegen Elektroböden macht. Danke. Also meine Donuts schon aufgetaucht. Ich habe mir zwei Donuts rausgeholt. Die sind aber noch nicht aufgetaucht. Die muss man immer eine Stunde erst liegen lassen. Ja. Gut, was auch immer hier ist. Stärkere Feuerexplosionsangriffe für Gegner. Das klingt immer noch nach irgendwas, was ich nicht schaffen werde. Da ist noch ein Gegner, kommen. Wenn ich jetzt gut anstelle, dann ist jetzt wahrscheinlich auch noch Bomben ein, ne? Ich Bomben werde ich auch erledigen. So. Ich habe auch mal Bomberman gespielt, also ich habe eine Ahnung von was ich hier gerade mache. Also das ist ein falscher, du Idiot. Aber Bomberman kann man erledigen, gut. Komm mal hier hin. Oh, Dreck. Wäre so gut gewesen. Oh ja, Combo. Komme ich auch endlich mal da unten in die Gegend hin. Hab die Rakete geschlagen, was machst du jetzt? Habe ich die Rakete auf dich geworfen? Was ist das? Jawohl. Schon sagen. Was ist das? Nein. War ja schon wieder aufgetaucht. Ich dachte, ich wäre denn los. Dann schaue ich doch wieder so. Jawohl. Schön. Oh, der hat aber gar keinen Effekt. Was soll das? Komm schon. Gut, jetzt können wir mal da unten lang. Gut, ne? Hoffentlich kriegt der Dojo ja auch noch. Doc Louis. Ausdauersmächtig. Das haben wir da, glaube ich, auch schon mal versucht, ne? Das ist halt gut an Heilung. Ich kann mich immer wieder hochheilen. Er kann mir Schaden machen, wie er will. Was war mein Alter, mache ich den Schaden? So, er hat gerade meinen Schuss einfach geschlagen. Okay, der macht weniger Schaden, als ich da in Erinnerung habe. Also jetzt ein K.O.-Schlag ein. Aua. Ja, wenn ich jetzt rausgeflogen wäre, ne? Wie, du fliegst um. Schlag! Star Punch! Vor allem, das sieht auch echt aus wie ein Star Punch. Gut, Aktivitätsleiter, gut. Wieder einer, mit dem ich wieder hier Leute auf Tour schicken kann. Die sind mir am liebsten. Ich kann nun Aktivitäten, komm, das schaffen wir auch noch. Schauen wir auch noch hier zwei Sterne, hallo. Oh Gott, was ist das? Ah, deswegen, okay, weil die Dinger ein hier durch die Gegend wirbeln. Wow. Lass mich da rein, bitte. Danke. Wenn die davon auch getroffen, ja, ne? Wow. Was ist das? Ja, das war nicht so schwer.
Dämon gegen Klebeböden, verdammt. Ich dachte, ich hätte gerade gelesen, Elektroböden, das wäre super geil, Omatico gewesen. Gut. Ja, ich wusste es. Wir können einen Primärgeister trainieren und so ihren Level erhöhen. Fleiß zahlt sich aus. Je mehr Geister ein Geist, je mehr Zeit deine Geister hier verbringen, desto mächtiger werden sie. Also ist wie die Pokémon-Pension oder was? Also eigentlich nicht schlecht, wenn ich hier so ein paar Leute hochleveln will, wie zum Beispiel sie hier. Wer ist denn noch hier? Bester Rang. Bester Mann. Habe ich niemanden. Wer kann denn ja noch hoch entwickeln? Ja, vielleicht so eine Idee. Level 99. Kyogre. Wenn jemand, der hier so einen Pfeil nach oben bekommt, so bloß nicht. Was? Ja, komm hier. Na, oh, der hat jetzt schon Level bekommen. Was? Cool. Joink. Fertig, wie? Bis dann. Bis dann, Mac Baby. Was ist deine Lieblingsblume? Meine ist Schokolade. Okay. Ja, ich hab's gewusst. Glaub nicht. Meine Zirkus. Ein Geisterpunkt. Okay. Für was habe ich ja jetzt bekommen? Okay, einmal hier. Das ist dreimal das Geistertraining im Studio. Okay. Habe mich schon gewundert, was die damit meinten. Dann habe ich hier irgendwas bekommen. Besiege Fragezeichen Fragezeichen oder auch nicht. Spiel das Geisterstudio frei. Ich dachte, ja, ist einer von denen hier. Ja, besiege Fragezeichen 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 oder besiege Fragezeichen Fragezeichen Fragezeichen. Aber anscheinend nicht. Gut. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter mit klassisch Modus. Da sind wir ja auch mal bald durch, ne, Leute. Und ja, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar lassen würdet. Das wäre super geil von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüssikowski.